Hey meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist seit gestern oder vorgestern, je nachdem wann dieses Video bei euch kommt, die FIFA 18 Demo draußen und bei Origin erhältlich. Und da ich als FIFA-Noob eigentlich mal wieder dachte, hey, es wäre mal wieder Zeit, eine Runde FIFA zu spielen, habe ich mir die gleich gedownloadet und möchte das mit euch natürlich jetzt mal ausprobieren. Ich habe euch dazu eine kleine Geschichte zu erzählen. Es waren einmal Corona und Nexotec HD auf der Gamescom. Wir spielten FIFA 18 und ich, als größter FIFA-Noob der Welt, habe zweimal gegen ihn gewonnen. Zwar nur 1-0, aber das ist, das ist genug. Dafür, dass Nexo mehr FIFA spielt als ich. Ich habe gegen ihn gewonnen. Easy. Ich bin offiziell nicht mehr der schlechteste FIFA-Spieler aller Welt, sondern Nexo. Gut, Freunde. Aber genug der alten Kamellen. Schauen wir uns doch mal an, was das diesjährige FIFA so zu bieten hat und neue Features. Ich bin total der FIFA, das letzte, was ich gespielt habe, war FIFA 16 und jetzt gibt's neue Gameplay-Features, bla bla, neue Flanken, aha, Real Player Motion, überarbeitet Dribbling, aha, ich habe nie gedribbelt, ich kann auch nicht dribbeln, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Foot Icons, ja! Spiele mit den größten Legenden der Fußballwelt und erlebe sie mit Foot Icons Stories in verschiedenen Phasen ihrer sensationellen Karrieren. Schau dir mit Stories einzigartige Versionen jedes Icons-Spielers an und freu dich auf unvergleichliche Objekte rund um die Karrieremeilensteine. Okay, alles klar. Ja, natürlich gibt's auch wieder David Hunter, weil deswegen hat sich ja FIFA 17 so gut verkauft. Da muss man natürlich nachhaken und ich würde sagen, wir spielen nicht die Journey, wir spielen Anstoß. Denn ich möchte ja wissen, wie sich FIFA 18 mit der Frostbite Engine denn so schlägt. Und dann nehmen wir natürlich auch meinen Lieblingsverein. Wo ist er denn? Also mein Lieblings-außerdeutschen Verein, Real Madrid. Und wir spielen, ja hier, komm, PSG, Alter. Ja, ich kenne mich im Fußball sehr, sehr schlecht aus. Ich kenne mich mit FIFA sehr, sehr schlecht aus. Dementsprechend seid ihr wieder gefragt, wenn es darum geht, Corona, du hast da keine Ahnung. So Leute, auf geht's. Klassiker, PSG gegen Real Madrid und ich bin links und weiß. Und ich habe, ich weiß schon mal sowieso nicht, wie man angreift, aber ich habe jetzt den Ball, sehr gut. Und das Einzige, was ich kann, ist nach vorne laufen und Tore schießen? Nee. Das kann ich nicht. Ich hätte dieses Jahr tatsächlich mal wieder Lust auf eine Runde FIFA und ich hatte auch überlegt, mir dieses FIFA zu kaufen. Das Problem ist, ich spiele FIFA eigentlich nur wegen Ultimate Team. Und Ultimate Team ist eigentlich ist Ultimate Team total nutzlos. Man wird in Ultimate Team nichts, wenn du nicht mindestens da sau viel Geld reinsteckst. Oh, 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 Cristiano Ronaldo! Oh. Nein! Gareth Bale! Nein! Verdammt! FIFA Ultimate Team lohnt sich halt einfach nicht, weil das... Oh! Verdammt! 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 Weil man da eigentlich nur Geld reinstecken muss und Geld habe ich nicht und das halt jedes Jahr aufs Neue. Deswegen ist faktisch betrachtet Ultimate Team eigentlich komplett nutzlos. Oh, abziehen! Ja! Tor! Ich habe das Gefühl, dass jedes FIFA irgendwie mit jedem Jahr immer langsamer wird. Klar, sie versuchen, die Engine immer irgendwie so hinzukriegen, dass sie immer ein bisschen realistischer wird. Oh! Scheiße, war das knapp. Die versuchen, dass es natürlich immer realistischer wird, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das Spiel wird halt auch immer langsamer und träger. Aber was irgendwie mir zugute kommt, habe ich das Gefühl. Wenn Leute so schnell spielen, dann komme ich da eh nicht hinterher. Batz! Oh! Wie sieht's bei euch aus, Leute? Seid ihr FIFA-Fan? Oder haben wir tatsächlich auch Leute in den Kommentaren unter den Zuschauern, die eher sagen, nee, Mann, Alter, Pro Evolution Soccer, Digga, PES ist Liebe, PES ist Leben. Das würde mich mal interessieren. Ab damit in die Kommentare. Und und für die Leute, die vielleicht FIFA oder allgemein FIFA oder PES Spiele, habt ihr euch dieses Jahr schon FIFA oder ein Fußballspiel gekauft? Kann ja sein, ich weiß nicht, ist PES schon draußen? PES kommt auch mal ein bisschen früher oder kommt PES ein bisschen später als FIFA? Ich weiß es nicht, ich bin so uninformiert. Weil das ja auch eigentlich überhaupt nicht meine Spiele sind. Also FIFA bin ich halt super schlecht. Ich spiele es sehr gerne. Mir macht dieser Kaderbild-Aspekt aus Ultimate Team sehr, sehr viel Spaß. Aber bin halt einfach wirklich nicht gut. Oh, oh. Ah. Nein! Verdammt. Scheiße. Okay, es steht 1-1, Leute. Wir müssen uns wieder anstrengen. Ist das jetzt eigentlich der neue Anstoß so? Darf man nicht mehr zu zweit drin stehen und anstoßen? Wieso schießt denn jetzt immer einer zurück? Hat sich das jetzt irgendwie als Meta etabliert? Ich habe immer das Problem, dass ich nicht weiß, wie man so ein FIFA-Spiel kommentieren muss. Oh, 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 Gareth Bale! Boots! In die Ecke, meine Freunde. Ja, 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 ja. Ah,
schmeckt nach Sieg. Ich habe mir auch so ein paar FIFA-Spieler mal angeguckt oder so ein paar FIFA Let's Player oder wie man das nennen möchte. Die schneiden halt ihre Spiele immer sehr, sehr viel zusammen und hängen halt viel irgendwie im Dings, so im Hauptmenü. Da frage ich mich immer, dass die überhaupt auf ihre 10 Minuten kommen, weil die wollen ja Aufwärmung verdienen. Oder ist das nur eine Krankheit von Minecraft-YouTubern? Shots feiert. Pass auf, jetzt machen wir mal richtig... Was? Ist das jetzt Halbzeit? Oh. Die Halbzeitpause wird Ihnen präsentiert von Corona, der König der Tauben. So, Anstoß, zweite Halbzeit. So, jetzt versuchen wir mal ein bisschen hier. Ich versuche mal ein bisschen was, Leute. Warte mal, wir brauchen die Maria. Wir brauchen irgendwen, der jetzt hier Casemiro. Nee, wo haben wir denn mal einen, der... hier Modric. Modric ist doch hier so ein super Skiller bestimmt. Guck mal hier. Oh. Wie funktioniert das? Ich weiß halt auch nicht, was man drücken muss, damit man so Skills irgendwie machen kann. Ich bin da super schlecht drin. Grätsch rein. Schade. Grätschen ist immer die beste Methode. Ich habe mir mal sagen lassen, man erkennt schlechte FIFA-Spieler daran, dass sie immer grätschen. So viel dazu. Dabei kann man, glaube ich, hier, wenn man, also ich spiele übrigens mit dem Xbox-Controller, auf dem PC, für die Leute, die es interessiert, ja. Xbox-Controller am PC. Weil das einfach, weiß ich nicht, ist einfach am besten. Ich habe auch überlegt, mir das eventuell für eine Konsole zu kaufen, aber PC, Leute, PC. Ist das, Ronaldo! Du bist schneller als alle anderen. Scheiß drauf, was die sagen. Oh, verdammt, hat nicht geklappt. Wir können auch mal gucken, das ist auch noch eine Sache, die ich mir auch nochmal angucken möchte. Ja, die Menüs, die werden immer verwirrter. So, wenn ich jetzt wechseln möchte, dann, wobei das ist wahrscheinlich sehr, sehr intuitiv, oder? Ja, okay, ne, das geht noch, aber ich fand, Übersicht war bei anderem FIFA schon mal besser. Guck mal, wir haben Isco. Ist Isco nicht momentan so mega krass? Guck mal, den wechseln wir mal gegen Casemiro aus, so, weißt du? Weil Isco ist doch so eine mega geile Typ im Moment, habe ich mir sagen lassen. Das weiß ich auch aus einem FIFA-Let's Play. Das ist das Witzige, ich guck mir sehr, oder ich habe mir zumindest für FIFA 16... Okay. Der will's auf die harte Tour, hm? Ich habe mir zumindest für FIFA 16 sehr viel, Let's Player angeguckt, was so Pack-Openings und sowas angeht. Das schaue ich immer sehr gerne. Sonst spielerisch schaue ich FIFA gar nicht so viel. Und das war auch immer so mein Problem mit FIFA, dass sich wenig Leute, sehr wenig Leute für das direkte Spiel interessiert haben. Und mehr Leute tatsächlich für dieses ganze Ultimate-Team-Gedöns. Wie geht's euch da? Schaut ihr euch gerne FIFA-YouTuber an, die irgendwie die zocken? Oder ist das lieber was für einen Livestream? Oder... Bop. Jawoll! Abseits! Scheiße! Oh, schön. So, jetzt pass auf, jetzt machen wir mal hier. Wenn die Sie sagen doch, sie haben verbesserte Flanken. Oh, das war keine verbesserte Flanke. Oh, das gibt einen Elfmeter! Nein! Oh, ich dachte, ich erwische den Ball. Fuck! Scheiße, Leute. Jetzt haben wir hier echt Problem. Ich weiß nicht, wie man springt. Habe ich gut gemacht. Kann man nicht sagen, Leute. Wer nimmt denn Cristiano Ronaldo den Ball weg? Niemand nimmt Cristiano Ronaldo den Ball weg. Sonst weint er wieder. Gib ihm den Ball zurück. Habt ihr das Foul nicht gesehen, Al Cristiano? Niemand foult Cristiano Ronaldo. Das wird übrigens nur ein einmaliges Video heute zur FIFA 18 Demo sein. Ich habe da jetzt keine Lust, irgendwie noch großartig hier, weiß ich nicht, was draus zu machen. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das überhaupt handhaben möchte. Abpfiff! Unentschieden! Boah, wie unbefriedigend ist das denn? Gegen Nexo gewinnen, aber gegen den Computergegner auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad unentschieden spielen. Das ist, ja. Ja, hier Cavani. Nerf Cavani, please. Mal einen Elfmeter schießen, Leute. Ah, oh, es gibt noch ein Tutorial. Passe deine Ausgangsposition mit dem rechten Stick nach hinten, links oder rechts an. So, und jetzt? Wir bolzen ihn mal da rein, so. Ah. Ja! Ich weiß auch nicht, wie man springt. Oh, oh! Nein! Der macht gar nichts. Muss ich eine Schultertaste drücken? Ja, getunnelt. Hä? Das ist doch vollkommener Bullshit, die Scheiße, oder?
Hä? Ich habe doch jetzt alle Tasten durch. Mit welcher Taste springe ich? Ich check Elfmeter. Bin ich zu dumm, um Elfmeterschießen zu checken? Ich check Elfmeterschießen nicht. Hä, wie springt man in eine Ecke? Das konnte ich aber noch nie, ne, tatsächlich. Ich habe noch nie gewusst, noch nie. Ich habe seit FIFA 14 oder so, habe ich keine Ahnung, wie man mit dem Torwart in Ecken hechtet. Wow. Okay, das Spiel ist schon doof, ich mag es nicht mehr. So, was haben wir denn noch? Time for breakfast. Grab yourself a coffee. Was? Oh, sorry, Leute, ich bin eventuell gerade eingeschlafen. Das hält man ja nicht im Traum aus hier. Vielleicht schaue ich mir das mal alleine an. Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Meinung zu dem ganzen Video und Bewertung und so weiter unten in die Kommentare. Ihr kennt das Spiel, ihr seid ja nicht das erste Mal auf YouTube. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut. Haut rein.